Er wird Supernova einsetzen. Sei nicht zu nah, wenn dies geschieht, damit du nicht während des Kampfes feststeckst. In den umliegenden Zellen scheint auch irgendetwas zu sein. Wenn die Türen sich öffnen, töte alles, was herauskommt, möglichst schnell. Bevor du lügst, überprüf auch einmal deine farbigen, diese farbigen Felder. Okay, ich bin bereit. Okay, was macht das? Heilt nach 33, nach 45 Sekunden 330 GP. Und das hier? Gesamter Schaden ist um 60 reduziert. Aha. Kann ich aber nicht auffrischen. Okay, wie viele von diesen geilen Türen gibt es? 6. Wobei hier noch mehr Viehzeug eingesperrt sein könnte als hier. Oh, sehr schön. Ist die Tür hinter mir noch offen? Ja, ist sie. Gut, das heißt, ich warte jetzt erstmal, bis beides abgeklungen ist. Und frische Starten neu auf. Also grüner Kreis Heilung, lilaner Kreis Schadensreduktion. Bei den Lebenspunkten, die der Sack hat, kann es ja nur spaßig werden, ihn zu töten. Okay, er haut schon mal nur. Oh, Hieb. Der Hieb hat aber nicht sonderlich wehgetan. Immer nach hinten gucken, ob was aufgeht. Ach, den Blitzschlag unterbrechen wir mal. Ja, gerade andersrum. So. Zu heilen scheint er sich ja nicht, zum Glück. Okay, für den Hieb war ich außer Reichweite. Supernova, die geben wir lieber aus dem Weg. Okay. Okay, soweit brauche ich nicht zurückgehen. Gut. Alles noch intakt. Das ist das. Das ist das. Okay, zwei Nagas. Okay, das ist nicht gut. Wenn er eine Supernova castet, während wir hier stehen, ist das... Autschi. Okay, noch ist es nur ein Schlag. Schlag und Hieb, damit kommen wir gut klar. Okay. Okay, den Hieb können wir nutzen, um ihm auszuweichen. Okay, Supernova, geben wir 2 zurück.
Da gehen wir am besten so weit zurück, dass wir die Dinger wieder kriegen. Okay, Skeletthorde. Das kriegen wir eigentlich auch ganz locker hin. Immer darauf achten, was... Wann hat er sich geheilt? Au. Shit. Okay. Der ist wirklich... Nicht ohne, der Typ. Aber ja, wenn ich seine Leute runterprügeln und dann wieder ihn... Er kann nicht viel, solange er auf den Tank fokussiert ist und wir die Buffs haben, kann er nicht viel. Ach ja. Erstmal warten, bis beides wieder abgeklungen ist. Ich muss nur wirklich auf diese beiden Buffs achten. Weil dann kann er nicht viel. Wenn er sich heilt, okay. Sei es drum. Ich brauche eigentlich nicht mal seinem Hieb ausweichen. Der tut nämlich auch nicht wirklich weh. Achso, das ist nur Blitzschlag. Okay. Der sollte ich aber ausweichen. Der kann ich aber eigentlich viel später ausweichen. Okay. Die Basilisken töten. Oh, jetzt kriegst du doch ganz schön aufs Maul. Aber der Buff hebt noch. Jetzt lebt der Buff halt nicht mehr.
So, Blitzschlag. So, dann... gucken wir mal, dass wir ihm hier weiter auf die Nase geben. Aus einer Supernova ausweichen. Okay, die sollten schnell wie möglich weg. Zum Glück ist die Heilung noch nicht durchgetickt. Jetzt ist sie durchgetickt. Okay. Das heißt, ich hole mir die Heilung erstmal wieder. Hole mir als nächstes das da. Renn wieder nach hier. Okay. Ich mache hier zwischendurch mal einen Quick Save. Ich weiß, ich hätte am Anfang des Kampfes vielleicht einen... Safe machen sollen, also einen richtigen Safe. Okay, Supernova. Ah, das ist ein Wurm da drin. Oh, das wird mies. Das wird echt mies werden. Moment, das war gerade nicht eine Supernova, oder? Stirb, 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 stirb. Oh, Mist. Okay. Den Quicksave laden. Gut, dass wir den gemacht haben. Und ja, zur Not habe ich den Autosave kurz vorher. Ich glaube, der nächste Autosave wird erst gemacht, wenn ich den Boss besiegt habe. Okay, das ist eine Supernova. Okay. So, du wirst angeschrien.